Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpern. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Und gehen erstmal da rein und gucken, was passiert. Offensichtlich ist es so eine Art Wikinger-Beerdigung oder sowas, glaube ich zumindest. So Wikinger-Style-mäßig. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Irna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Das ist ihre Entscheidung. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du kanntest Bran? Ja, er war ein geachteter Mann. Anders als seine Frau. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein.
Kommst du mit mir zum Leichenschmaus? Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Druiden niemanden auch nur in die Nähe. Moissac ist der Kopf des Skellige-Zirkels? Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Sieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Okay, coole Sache, ey. Yen ist am Start. Gefällt schon das Schmutzige, was Geralt am Träumen ist und so weiter. Oder am Denken ist. Warte mal. Gucken ganz kurz mal. D
Die Sagen der Skellige sind volle Lobeshymnen auf Kriegsführer und tapfere Kriegshelden vergangener Zeitalter. Doch Sage von Krach, Jarl der Ankreitis und Herr von Karl Trolde wird sie alle überstrahlen. Geralt hatte Krach schon seit langer Zeit gekannt, schon seit Krach damals noch ein junger Mann um die Hand der jungen Pavette anhielt, Ciris Mutter. Sag mal, mir fällt jetzt gerade mal eins auf und ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es gar nicht. Warum haben eigentlich alle Hexer dieses gleiche Medaillon? Warum sieht bei allen das aus wie ein Wolf? Obwohl manche doch beispielsweise von der Katzenschule sind oder sonst was. So wie, Dingens hier. Alito nicht sogar Katzenschule? Ich glaube schon. Warum hatte der dabei auch genau das gleiche Dingens? Ich dachte immer so. Oder ich hab's einfach vergessen. Wann wurde denn das erklärt, mal? Kann mir das vielleicht nochmal jemand in den Kommentaren erklären, der da ein bisschen mehr Ahnung hat als ich? Ist ja ganz nice. Ich weiß nicht warum, aber das, irgendwie kam es mir jetzt gerade in den Sinn. Ich weiß auch nicht. Naja, egal. Komm nun mal schon. Du kannst es fertig sein. Sonst schickt Krach uns mit Bran auf die Reise. Was ist hier denn wieder los? Ich versuch's ja. Ich möchte wissen, wo sie sie auf. Björk! Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. Ah, guck mal hier, die Spanne ist ja schon ein bisschen weiter. Die Hälfte wäre ja bei 290. Aber das wird eh nichts. Deswegen mache ich mal 285. Das ist ja ein bisschen reichlich, Meister. Krass gering irgendwie der Verschwungsgrad. 280. Ganz schön teuer. Aber. Hey, es geht doch. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Es geht doch. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Edda, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Schlechte Schiffe oder schlechtes Wetter gibt es nicht. Was ist denn das für ein Auftrag? Ein Hexerauftrag wahrscheinlich, aber... einen, den wir lösen könnten. Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir erstmal... Komm, wir machen erstmal die Hauptmission weiter. Hä? Wieso schickt denn euch das da irgendwie weg? Bin nur auf dem richtigen Weg, dort lang, zack, 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 hier rüber. Was ist das Problem? Ruhe, ist nicht so viel. Warum nicht zum Schwarz? Was ist los? Und das wird sie auch im Gegenteil sein. Mag sie unserem König würdig dienen. Was ist hier denn los? So wie wir König Bran wiedersehen werden. Und an seiner Tat. Hallo. Hallo. Zeig. Nee, diesmal nicht. Ich habe beim letzten Mal schon genug Geld ausgegeben. Wiedersehen. Wir dienen ihr. Der Jungfrau, Mutter und Muhme.
Okay, dann vertrauen wir mal dem Navigationssystem. Ausnahmsweise, aber nur, weil ich mich hier noch gar nicht auskenne. Oh, schöne Musik. Schöner Ausblick. Ich bin im Eimer. Alles klar. Hey, Olaf! Warte mal. Wenn der Olaf einen Namen hat, den richtigen, kann man den anlabern? Friede, Kumpel! Okay. Ja, dir auch und so weiter. Toll, diese Schwerter, aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Boah, das ist geil, ja. Das ist richtig geil, ja. Kommt schon so ein bisschen Wikinger-Feeling auf und das mag ich. Ich mag Wikinger-Settings und so weiter. Gibt's viel zu wenig in Spielen, finde ich. Ich hab dich im Blick. Gerade in Blockbuster, AAA-Gebiete, da gibt's echt nicht. Fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. Und ich bin immer noch fucking stolz auf mein neues Silberschwert. Das ist unnormal krass gewesen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das her hab. Aber egal, ich hab's. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich wurde hier... Oh Mann, ich hab's vercheckt. Ich wollte mich eigentlich umziehen. Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern. Ich weiß, halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Schleimer, ja, Mann. Ich hab's vercheckt. Ist egal. Guck mal, wir haben's für Triss gemacht. Oh, wenn die das herausfindet. Wir haben's für Triss gemacht, aber nicht für Yennefer. Aber wir machen's gerne mit beiden. Also, egal. Obwohl, mit Triss bin ich ja... Ich bin mal gespannt, ob das mit Triss auch zu Ende ist. Wirklich, komplett. Zum Abschiedsfest ist doch auch gesoffen. Brot, Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Wir haben auch Wein aus fernen Melitele-Tempeln. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Muss schon sagen, er steht dir. Ja, ist ja auch so. Bärte sind cool. Oh, schön.
Schönes Anwesen hier. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjorn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarlssöhnen zusammen. Ceres Ancret ist eine Jarlstochter, Geralt. Jarlstöchter sind Jarlssöhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deine Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auf. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht. Geralt? Machen wir mit, Leute? Das klären wir beim nächsten Mal. Das war's jetzt hier erstmal. Bevor der Part noch zu lang wird. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, was wir auswählen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Haut rein und tschüss.